sind alles, was von dir bleiben wird, Henry! So, machen wir mal eben kurz synchronisieren hier. Dann werden wir ihn mal eben mit einem Luftattentat das Leben nehmen. Ich treib dich raus! Ja. Gott, verdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja. Ja, du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Ist er jetzt tot, Wayne, oder nicht? Das ist bestimmt Bonnet. Oder? Das ist doch bestimmt Bonnet. Also würde ich jetzt mal tippen. Okay, haben wir jetzt auch schon Kapitel 8 erledigt. Das ist natürlich scheiße. Dann sind es ja noch 4 Kapitel, ne? Da war es das leider schon. Grey Di Nagua. Mai 1719. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Ortschaft hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altental. Ja, was haben wir denn mal technisch an Kohle hier? Ach, 3152 ist wieder nicht der Rede wert, wieder so minderwertig. Okay, wir müssen jetzt... Das Nassau, Havanna. Was hat das denn hier nochmal? Troy Tortuga, Cape Bonavista, genau. Tortuga, Tulum. Kingston. Wir wollen doch hier rein, Mensch. Der Segelmänner! An die Großschote und Dichthult! Topf! Fram! Nachsegel! Eissegel an die Schoten! Ja, wir wollen einreisen. Thank you.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Gut ist ja schon mal, dass wir nicht sofort direkt angesaugt werden hier. Aber wir haben doch... Ich wollte gerade sagen, unsere Sachen sind aber noch alle am Start hier. Dann nehmen wir die Truhe noch eben schnell mit, die steht ja hier. Schadet ja nicht. So, wen haben wir denn hier? Welche Überraschung. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Was ist er denn so scheiß arrogant, ey? So, Grobianer soll ich töten. Und Alarmglocken sabotieren. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt genug Berserkerpfeile am Start. So, soll erstmal Randale machen hier. That's the idea. Okay, er rennt da runter. Das ist ja natürlich geil. Aber das Gute ist, dass wir jetzt mal mit Hornigold und Rogers mal abrechnen. Das ist auch mal nice. Gerade schon wieder noch fast daneben geschossen. Okay, die kloppen sich. Sabotieren wir das mal hier. Hat er das denn jetzt gezählt, dass ich, als wenn ich den gekillt hätte, den Dicken, den Grobian? Natürlich nicht. Natürlich richtig scheiße. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Okay, die zweite Alarmglocke sabotiert. Wollen wir noch ein paar Grobiane finden, ne? Okay, da steht noch einer. Hier haben wir auch noch einen. Who the fuck is the... Der andere. Warte mal, sehen die mich jetzt, wenn ich an der Hauswand hochklettere? Bestimmt. Da sind Vane und Hornigold. Rogers meine ich. Na, jetzt habe ich natürlich schon das Event gestartet. Das ist natürlich scheiße. Diese scheiß Verräter, ey. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei. Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns.
Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich, die ihr mitnehmt? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Torres mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornstone. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Jetzt, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Ey, jetzt sag doch mal nicht, dass hier rechts herlauft, ey. Das ist doch Abfuck. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl, das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Ich würde jetzt gerne beide von hinten mit dem Attentat niederstrecken, die beiden Pisser, ey. Scheiß Kerle. So, jetzt haben wir hier oben natürlich wieder das Problem, dass... Obwohl, die sehen uns, glaube ich, gar nicht. Boah, das ist natürlich krass. Dass die so eine krasse Reichweite haben, diese Pisser, die immer auf dem Dach stehen. Also, das ist echt übel. So, komm, ihr müsst jetzt gleich bitte rechts laufen. Bitte lauft rechts, nicht links, sondern rechts laufen. Rechts laufen, rechts laufen, rechts laufen, rechts laufen. Nice. Vielen Dank, Leute. Übers Dach oder da vorne her? Bringen wir den zum Pennen, ne? Sag mir nicht, ich muss da rein. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Ist das nicht der Scheißtyp hier, der... Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Oh mein Gott. Wir sind dieser Route nicht gemessen. Ach du Scheiße, jetzt ist ja hier alles voll mit den Pissern, ne? Eine meiner Sklavengaleeren könnte sich überhaupt sicher schnell bewegen. Sklavengaleere? Gerd, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keine. Nein. Männer zu versklaven oder anderen. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Ein versklavter Körper verleitet den Geist, aber versklavet den Geist.
wohl gesprochen, Großmeister. Nein, die Sekunde. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, verdammte Scheiße. Das war dann wieder zu schnell.